Was ist das für eine Perversion? Sie manipulieren aus dem Ausland und auch aus dem Inland die deutsche Bevölkerung, vielleicht auch noch weitere Länder. Wir sollen widersprüchliche Meinungen aus dem Fernsehen und aus dem Computer zusammenbringen. Wir werden mehr und mehr von wem auch immer in die AfD-Meinung und dessen Politik gehetzt. Auch in nicht nur das Migrantenthema, ein Diskussionsthema. Die Welt wird uns in düsterer Weise bis hin zu apokalyptischer Weise präsentiert. Man bekommt den Eindruck, den sie uns aus ihren Medien senden, doch sie nachdenken ist nicht jedermann oder Frau geschichtlicher und gegenwärtiger Sache. Sie schreiben schon wieder die Geschichte um, die Geschichte der Geschichte, die Geschichten der Geschichte. Und nun wird die Bevölkerung umerzogen zu AfD-Wählern. Denn irgendwas, was sie uns nicht in den Medien präsentieren wollen, ist auf diesem Planeten im Gang. Weltweite Kriege werden wieder möglich, so entlockt man es einigen Politikern. Doch was und wer und warum, das werden wir nie erfahren. Angst und Hoffnungslosigkeit macht sich anscheinend nur die wenigen Personen, die manipuliert werden, oder... Nun, es kommt einen sehr dritte deutsche Reich mehr massig vor, als ob die Welt komplett verrückt geworden ist und niemand mehr den Untergang des Planeten verhindern kann oder überhaupt will. Nun sind die Rassisten aus dem Orient und aus Afrika bei uns. Sie sind außerdem auch noch manchmal antisemitisch, aber es stört nur die politische Elite, hat man das Gefühl, so scheint es wohl. Ich bin wild, ich bin erschrocken. Es wird wieder die Geschichte wiederholt in Deutschland und vielleicht in der ganzen Welt. Die linke Partei wird nun wie die AfD auf die Mitte der Gesellschaft drücken, durch die nationale Front, die aufgemacht wird. Wie damals. Die Länder oder doch nur Deutschland und vielleicht ein Teil Europas wird destabilisiert. Durch ankommende Migranten und durch Medienmanipulation, sowie durch die Finanzelite, die eine neue Weltordnung will und das Feudalsystem der frühen Jahrhunderte wiederhaben will. Und sie dulden keine unproduktiven Personen. Sie wollen das Herren- und Knecht- und Sklavensystem weltweit etablieren.